Ja, hallo und willkommen bei eBike.com. Heute will ich mal einen Erfahrungsbericht abgeben zu meinem smarten Fahrradhelm von Senna, dem R1 Evo. Und welche Erfahrungen ich zu diesem Helm sammeln konnte jetzt in den letzten 3 Monaten, seit ich ihn habe, das erfahrt ihr jetzt nach dem kurzen Intro. Bis gleich. Ja, der R1 Evo smarte Fahrradhelm von Senna begleitet mich jetzt seit über 3 Monaten. Und da habe ich auch schon direkt den ersten sehr, sehr wichtigen Tipp und Hinweis für euch. Wenn ihr dann auch diesen Helm euch anschaffen wollt, dann würde ich euch raten, als allererstes, sogar bevor ihr ihn eigentlich anschaltet und ausprobiert, euch den sogenannten Device Manager oder Gerätemanager aus dem Internet herunterzuladen auf euren PC und dementsprechend zu installieren auf dem PC. Danach bei ausgeschaltetem Helm den PC mit dem Helm zu verbinden. Dazu gibt es ja ein dementsprechendes Ladekabel. Da kann man mittels USB sich den Helm dann verbinden an den PC. Das sieht dann so aus. Verbinden mittels diesem Kabel an den PC. Gerätemanager wird dann auch dieser Helm erkannt, das verfügbare Update angezeigt. Da achtet darauf, dass er das deutsche Update nimmt, damit er dann auch später, wenn er über den Gerätemanager euer Update macht zum Helm, dementsprechend dann auch die Sprache automatisch in Deutsch habt. Weil ich habe diesen Fehler nämlich gemacht. Ich habe dann das Update nicht gemacht. Ich hatte alles auf Englisch und hatte auch ein paar Fehlermeldungen bzw. Störungen im Helm und war schon sehr frustriert, dass der Helm eventuell defekt ist nach kurzer Zeit. Und als ich das Update dann durchgeführt habe zum Helm, hat dieser wunderbar funktioniert. Und deswegen auch dieser Tipp direkt als allererstes vorneweg. Wenn ihr dann das Update vollzogen habt und auf dem Helm befindet sich das neueste Update, dann startet ihr den Helm mittels dieser Knöpfe. Es gibt hier insgesamt 1, 2, 3 Knöpfe und die Knöpfe sind für vorne laut leise und in der Mitte dementsprechend für Menü oder auch dementsprechend für Mesh Intercom zu aktivieren. Ihr schaltet ein mit beiden Knöpfen gleichzeitig gedrückt, der vordere und der mittlere. Und dann hört ihr schon, Headset wird vorbereitet. Hallo. So, hallo. Und jetzt Handy verbunden. Handy verbunden. Ich habe natürlich im Vorfeld schon die Handy-App von Senna auf mein Handy geladen. Mit aktiviertem Bluetooth wird der Helm da relativ schnell gefunden. Über den Einstellungen von Bluetooth könnt ihr euch dann koppeln zum Helm. Wenn das einmal eingerichtet ist, dann funktioniert das wie bei mir hier vollautomatisch. Und durch das Update habe ich jetzt auch den Helm dementsprechend in deutscher Sprache und nicht mehr mit dem englischen Hello. Was gibt es sonst noch zu erzählen? Wenn ihr das, wenn ihr den Helm verbunden habt mit der App, dann habt ihr natürlich die Möglichkeit, auch Musik zu hören oder Telefonate über den Helm zu führen. Und das ist dann relativ simpel. Gesteuert wird das natürlich übers Handy. Nur die Lautstärke kann man dann über den Helm regeln. Hat auch die Möglichkeit, über die App dementsprechend noch ein FM-Radio zu nutzen. Das geht auch nur über die App. Ansonsten könnt ihr hier natürlich, wie gesagt, Musik hören und eure eigenen Lieder abspielen übers Handy, die dann automatisch hier über die Lautsprecher die Musik ertönt. Ja, hier vorne gibt es auch noch mal hier zu sehen das Mikrofon. Ich habe natürlich auch bei windigen Verhältnissen getestet, wie die Qualität des Tons ist. Während einer stürmischen Anflug hat mich meine Frau angerufen. Trotz starken Windverhältnissen war die Soundqualität sehr gut. Also da kann ich wirklich sagen, hat mich sehr überrascht. Meine Frau hat keine Wind- oder Störgeräusche wahrnehmen können, sondern konnte mich klar und deutlich verstehen. Ich vermute mal stark, dass hier auch eine Noise Cancelling im Helm dementsprechend beim Mikrofon verbaut ist. Dann habt ihr hinten am Helm dementsprechend noch die Rückleuchten, ganz einfach zu aktivieren. Einmal drauf gedrückt, leuchtet das Licht.
zweimal drauf gedrückt, blinkt es ein wenig schneller. Dreimal drauf gedrückt, blinkt es ein bisschen noch schneller. Und beim vierten Mal geht das Licht wieder aus, auch mit dem entsprechenden Voice Commands. Wenn euch die Voice Commands dementsprechend stören, könnt ihr die natürlich hier über die App deaktivieren. Kein Problem. Ja, wie gesagt, aktivieren das Mesh Intercom könnt ihr hier in der Mitte. Dann hört es sich so an. Mesh Intercom einschalten. Kanal 1. So, wie ihr gehört habt, ist Mesh Intercom eingeschaltet, automatisch auf Kanal 1. Wenn ihr also unterwegs seid, könnt ihr euch hier in einem gewissen Rahmen auch untereinander, jeder, der so einen Helm hat, miteinander dementsprechend kommunizieren. Hier ist noch eine Sache zu beachten, und zwar, wenn ihr andere Sennar, Smart Helm Besitzer kreuzen solltet, die ebenfalls auf dem gleichen Kanal sind, könnte es hier zu Störungen kommen. Dann braucht ihr einfach nur dementsprechend den Kanal zu wechseln mit der Plus-Taste auf Kanal 2 oder 3. Wie viele Kanäle es insgesamt gibt, kann ich euch leider nicht sagen, das habe ich noch nicht herausgefunden. Deaktivieren vom Mesh Intercom geht ebenfalls relativ simpel. Einfach nur einmal auf die Menütaste. Mesh Intercom ausschalten. Und dann ist Mesh Intercom wieder deaktiviert. So, so hört sich die Sprachausgabe an. Also, wie gesagt, ich habe jetzt hier einfach mal aus Demonstrationszwecken ein Stück Radiosendung euch da vorgespielt. Ich finde, die Qualität ist vollkommen ausreichend. Auch die Lautstärke ist vollkommen ausreichend. Auf einer stark befahrenen Straße muss ich natürlich hier auf das Maximum gehen, aber habe dann trotzdem noch ausreichend Beschallung. Und ich habe natürlich den Riesenvorteil, ich muss jetzt nicht mehr hier mit meinen ehemaligen Kopfhörern arbeiten, mit den sogenannten Knochenschaltkopfhörern, die immer dementsprechend hier drauf gedrückt haben. Oder mit den Knöpfen im Ohr. Einseitig war es dementsprechend auch nicht schön zu fahren. Und habe jetzt natürlich hier durch dank des Sennar-Helms die Möglichkeit, auch meine Musik unterwegs zu hören. Ja, sicherheitstechnisch bietet ja auch alles, was notwendig ist. Ist sehr angenehm zu tragen, ist gepolstert, auch von innen, rundherum. Und ja, ich kann diesen Helm nur bestens empfehlen. Er wurde mir auch nicht gesponsert, sondern wie gesagt, ich habe mir selbst gekauft, beziehungsweise habe ich geschenkt bekommen von meiner Frau. Und deswegen ist das Video auch nicht als Werbung deklariert. Aber trotzdem gibt es für den Sennar R1 Evo smarten Helm von mir 2 Daumen nach oben. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Dann abonniert doch meinen Kanal, um keine weiteren Tipps und Tricks von eBikeTom zu verpassen. Es grüßt euch, euer eBikeTom. Ciao.